Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euer Walross König muss euch entschuldigen, heute kommt ein eher kurzes Video, aber trotzdem natürlich knackig und geil. Survival Games, ein bisschen Action. Heute ist die Varo-Aufnahme und deswegen, naja, da müssen noch ein paar Vorbereitungen getätigt werden und so weiter, ne? Deswegen entschuldigt das bitte und by the way, vergesst den Daumen nach oben nicht. Wir sehen uns, haut rein, was. Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer Oldschool-Runde Survival Games und dabei wollen wir ein bisschen über Varo reden, denn heute ist es soweit. Heute am Abend werden wir Varo aufnehmen. Zack, zack, zack. Ja, wir werden Varo aufnehmen und ich bin so gespannt, Leute, wie es abgehen wird. Ich meine, das wird ja das größte Event, seit es Minecraft Deutschland gibt. Also, ah ja, aber ein Schwert, das war so wichtig. Okay, Leute, dann machen wir das und das und das. Das machen wir dann. 2, 3, 4, 5. Schutzzeit ist zu Ende. Der hat ein Eisenschwert, Leute. Aber wenn wir das haben, ist es OP bis zum geht nicht mehr. Und tot. Jawohl. Wir haben das Eisenschwert, oder? Nice, Alter, nice. Boah, Leute, das ist der perfekte Start. Und da waren auch noch Eisenboots. Nice, die holen wir uns auch noch schnell, bevor es losgeht. Fick dich, das ist ein... Ach, jawohl. Nice, Leute, wir sind einfach voll equipped, perfekt, Alter, direkt nach dem Spawn. Dass sich sehen können lassen, der Walross. Müssen wir nur schauen, dass wir nicht dumm sterben. Du willst ein bisschen Stress-Mess, ne? Aber gegen mein Equip. Ja, hilft dir deine Angel halt auch nicht. Ich habe auch eine Angel, mein Freundchen. Ja. Wir müssen aber auch essen, weil wir müssen noch raggen. Kartoffel ist immer gut, die gute deutsche Kartoffel. Komm, ich booste dich zum Gegner, töte ihn. Oh, der hat eine Dia-Axt, das semi-gefährlich ist. Okay, den töte ich jetzt, die Biene Maya. Die fuckt mich nämlich ein bisschen ab. Nice, okay, den haben wir. Wo ist der Nächste, wo ist der Nächste, wo ist der Nächste? Wir wollten nicht über Varo reden, aber hier geht immer so viel Action ab. Oh, da ist ein Team. Der muss aber mega low sein. Ein Team, sage ich schon. Ich meinte, die verfangen sich. Also, heute Abend ist die Varo-Aufnahme. Das wird das größte Event, was seit es halt Minecraft Deutschland gibt, so sage ich mal. Und ich bin mega aufgeregt, Alter. Ich bin so aufgeregt. Mal gucken, wie das wird. Wenn ich in der ersten Folge sterbe, das wäre mehr als bitter. Und ja, gucken wir mal. Also, hey, ist das ein Team? Mann, wieso laufen die denn alle weg, Junge? Echt? Da wisst ihr was, Leute. Jetzt greift ihr diese Regel. Wenn einer so wegrennt, dann wird der getargetet, Leute. Dann rennt man den so lange hinterher. Und wenn man deswegen die Runde verliert, spielt keine Rolle. Man läuft ihm so lange hinterher, bis man ihn hat. Aber Essen sollte man nicht vernachlässigen. Hä, gehören die zusammen? Boah, Alter, ohne Witz, dieser Typ, der nervt. Aber ich laufe ihm jetzt so lange hinterher, Leute. Ich laufe ihm hinterher, bis meine Beine mich nicht mehr tragen. Das kann ich hier abkürzen. Den lassen wir in Ruhe. Der war zwar bestimmt auch low, aber... Oh, jetzt nähern wir ihn uns. Jetzt packt er gleich wieder die Angel aus. Oh, wieso? Das war so knapp. Jetzt. Mann, wieso habe ich denn keine Range? Mann! Okay, das war dumm. Ich habe ihn geboostet. Oh Mann, Alter. Ja. Kann man denn so abfacken wie der? Ohne Witz. Dann kümmern wir uns jetzt halt um die. Wenn der eine nicht kämpfen will, holen wir uns ihm halt im Deathmatch. Weil ich weiß jetzt auch gar nicht, wo der hin ist. Oh nein, ich brenne. Ich habe ganz vergessen, dass es normal Survival Games Feuerzeug gibt. Aber du wirst trotzdem sterben, hoffe ich doch. Oh, nice. Okay, Leute. Der hatte gute Sachen, die wir brauchen. Nämlich das Brot zum Beispiel und das Feuerzeug. Hatte der noch was? Pfeile, Leute. Pfeile, Pfeile, Pfeile sind sehr wichtig. Wo sind die Pfeile? Zack. Leute, jetzt sind wir sehr gut equipped. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Ja, den, das brauchen wir nicht. Okay, Leute. Jetzt, ich habe mir das Gesicht gemerkt von dem einen. Der war so rötlich, so wie ich. Oh, da läuft mir einer in die Hände und der leckt. Da hinten ist aber noch einer. Nice, die kämpfen, die kämpfen, die kämpfen, die kämpfen.
Oh, 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 wir müssen aufpassen. Ja, wie der den abstaubt. Nein, jetzt weiß er, dass ich ein Feuerzeug habe. Das war nicht so gut. Nice, wir haben ihn getroffen, aber er uns auch. Aber er müsste eigentlich schon recht low sein. Komm her, ich zünd dich an. Ich will ihn anzünden, er soll herkommen. Oh, hat der Glück. Lol, der stand doch in den Ding drin. Wisst ihr was hier? Komm jetzt her. Oh nein, ich habe völlig versagt, Leute. Ich habe völlig versagt. Oh, alter Schwede. Knappe Kiste. Okay, hatte der irgendwas? Nee, ein Kuchen, aber Kuchen brauchen wir jetzt nicht, ist unwichtig. So, Leute, das können wir, das können wir, das können wir. Keinen Schaden kann man ja hier auch, ne? Hm, naja, egal. Ich habe ja eh kein Level. So. Ist das? Das ist kein One on One. Ich bin relativ low. Relativ meine ich ziemlich. Ja, die haben, der hat eine Dia-Axt. Ach, das ist der mit der Abfacker. Das ist der Abfacker, Leute, mit seiner Dia. Oder er hat den Abfacker Ne, ich glaube, das ist der nicht, ne? Du willst enchanten, Alter? Kannst aber knicken, meine. Jetzt hat er mega die Hits kassiert, ohne Dia-Chest. Komm ins Feuer. Oh, das wäre perfekt gewesen. Du willst den abstauben, den ich low gemacht habe. Nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir. Nice, den Ehrenhammer. Und den anderen. Zack. Der muss auch mega low sein. Boom, Leute. Da haben wir das Survival Game souverän gewonnen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bewerten nicht vergessen. Heute ein eher kurzes Video, weil ich, naja, zu Varo muss, Leute. Aber egal. Haut rein, Leute. Schönes Wochenende noch. Tschüss.